So, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu South Park. Und ja, wir wollen heute ein bisschen weiterkommen. Wir wollen zu Craig. Und wir haben uns beim letzten Mal in diesem Haus ordentlich umgeschaut. Seine Kinder sich so anziehen. Naja. Wir haben uns ein bisschen umgeschaut, haben ein paar Selfies gemacht, haben sechs Lässler verprügelt und naja. Jetzt schauen wir einfach mal. Gut, wir vorankommen. Wie gesagt, unbedingt die Briefkästen kaputt machen. Wo sind wir denn jetzt hier? Wer bist du denn? Hallo? Bist du neu hier? Du bist aber kein Freund von Henrietta, oder? Henrietta ist mir jetzt kein Begriff. Okay, der will eh kein Selfie mit mir machen. Okay. Chorgesangsbuch. Na, mal gucken. Hallo? Also, ich muss sagen, Minze und Beeren, das ist wirklich eine geschmacklich intensive und knusprige Mischung. Oh ja, auf jeden Fall. Also, erstmal ist durchsuchen. Ich wundere mich, obwohl ich so viel durchsuche, dass ich trotzdem sehr viel Story mitnehmen kann. Also das Spiel ist halt echt gut gemacht. Also man trifft wirklich schnell auf andere Sachen. Mit euch könnte ich den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen. Oh Mann, echt nicht schon wieder. Oh, böse. Oha. Was geht denn hier ab? Ein Selfie? Willst du mich verarschen? Okay, was mit dir? Ich bin nicht so der Typ für Selfies. Diese Stadt geht in Arsch, es wird immer schlimmer. Deshalb versuchen wir es mit schwarzer Magie aus dem Internet. Aber Henriettas praller Bruder hat den heiligen Folianten für das Ritual gestohlen, sieht also scheiße aus. Wenn du den Folianten findest, das wäre echt mega gothic von dir. Okay. Hau ab! Okay, jetzt kann ich nicht mal mehr... Verpiss dich! Ja, voll nett und so. Lass mich in Ruhe, Spießer. Okay. Kann die Kiste schlagen. Was für ein Spießer. Okay, ich soll hier was finden, damit es da weitergeht, aber bisher habe ich hier nichts gefunden. Weiß auch nicht, was mit diesem Folianten gemeint ist. So. Gucken wir mal. Okay, Toilette der Biggles. Dann schauen wir mal, ob wir das besser hinkriegen als im letzten Haus. Ja, sieht schon einfach aus. So. Na, so, komm. Der Druck muss erhöht werden. Sehr schön. Okay. So rum. Das hätten wir. Okay. Enthusiastischer Klomeister. Sehr schön. Aber wie gesagt, das, was sie da suchen, das finde ich jetzt gerade nicht unbedingt deswegen. Naja. Von welchem Planeten kommst du denn, hm? Bist du neu hier? Du bist aber kein Freund von Henrietta, oder? Nicht so wirklich. So, ich guck nochmal, ob ich hier irgendwas vergessen habe, aber sieht wohl nicht so aus. Ups. Okay, gehen wir wieder raus. Du näherst dich Super Craigs Festung der Einsamkeit. Er meldet sich nicht. Hoffentlich geht's ihm gut. Okay. Schauen wir mal eben auf die Karte.
Ja, also das müsste das Haus von Craig sein. Anscheinend brauche ich dafür irgendeine spezielle Kraft. Weil einfach gegenschlagen nützt halt nichts. Dann gehen wir mal rein. Sei gegrüßt, Bürger. Ich bin es, Super Craig. Es tut mir leid, aber ich kann im Moment niemandem beim Problem behilflich sein. Super Craig kann sein Meerschweinchen nicht finden. Sag dem Kuhn, dass ich erst wieder spielen komme, wenn ich Stripe gefunden habe. Er ist kein normales Meerschweinchen. Er gehört mir und meinem Ex-Freund. Ganz richtig. Super Craig ist schwul. Ich wette, Stripe ist wieder unten im Keller. Fangen wir im Keller an. Da habe ich ihn zuletzt gesehen. Okay. Gehen wir in den Keller. Vielleicht hat er das Hundefutter unten gerochen. Ach du Heilige, was ist das denn für ein Keller? Ich warte bei der Treppe, damit er nicht entkommen kann. Du erledigst den Rest. Sei vorsichtig, das könnte die schwierigste Mission sein, die du bisher hattest. Okay. Hey, da ist er, in der Lüftung, ganz oben. Ja, wie soll ich da dran kommen? Du kannst nicht zufällig deine Arme verlängern, oder, Wunderarsch? Nein. Plündere die Kisten. Voller Knallfrösche. So, Knallfrösche freigeschaltet. Oh cool, die könnten hilfreich sein. Gern geschehen. Okay, ist halt die Frage. Wie nutze ich die Knallfrösche? Nein. Untersuchungsmodus. Ah, und jetzt. Oh, passt. Mach's nochmal. Ah, okay, dann weiß ich auch. Das war's. Folge dem Meerschweinchen. Hallo? Mach dein Ding mit der Kiste. Mit der Kiste? Oh mein Gott. Drauf auf das Ding. Wow, scheiße. Dass du das gerade echt gemacht hast. Du bist gut. Schaff das Ding aus dem Weg. Wow, das sah ganz schön knifflig aus. Schalte seinen super empfindlichen Geruchssinn. Oh, der arme Hamster. Ja, brillante Rettungsdrive. Auch dank Wunderarsch und seinem mega krassen Arschloch. Du hast es geschafft. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du auf Super Craig zählen. Okay, Verbündeter freigeschaltet. Super Craig. Sehr schön. Okay, Kollision alternativer Universen. Schauen wir doch mal. Ja. Bitte. Ist halt die Frage. Kyle war, glaube ich, komplett in der anderen Richtung, ne? Genau hier. Ah, genau. Wie alles begann. So, Karte anzeigen, Mission festlegen. Sehr schön. Dann würde ich sagen, durchsuche ich das Haus noch. Neuer! Hey, bist du einer von Craigs Freunden? Suchst du nach Craig? Ich bin Kunstsammler, spezialisiert auf eine moderne und verstörende asiatische Kunstform namens Yaoi. Verrückt, oder? Aber gewisse Käufer zahlen Unmengen dafür. Falls du was findest, bring es mir. Ich belohne dich reichlich. No. Bring mir alle neuen Werke, die du findest. Okay, Schnitzeljagd, das Yaoi-Projekt. So langsam kriege ich das Gefühl, dass du mit Absicht furzt. Abart. Kann ich das hier aufmachen? Nein. So. Suchen wir noch Craigs Haus. Burrito, Verbrauchsgegenstand. Sehr schön.
Und Rezept für Wiederbelebungsserum. Crafting. Sehr schön. Wir haben etwas Neues bekommen. So. Schauen wir mal. Ich habe so viele Apps bekommen. Also wir können... Beim Kopf können wir jetzt einiges ändern. Du kannst die Blumen durch den Ubisoft Club freischalten. Okay, ich dachte, es wäre freigeschaltet. Ja, das sind die Ubisoft-Sachen, die ich bekommen habe. Aber die wollen halt gerade noch nicht. Ah, da können wir so eine Brille verpassen. Wärter können wir nachträglich auch immer noch machen. Okay. Basis-Make-up. und Akzent-Make-up. Okay. Alles klar. Charakterbogen. Dein Charakterbogen zeigt deinen Fortschritt auf deinem Superheldenabenteuer an. Okay, verdiene dir Titel, um deinen Charakterbogen weiter auszufüllen. Außerdem erhältst du dafür Erfahrungspunkte und der Kuhn legt dir eine Belohnung in die Spielzeugkiste in deinem Schlafzimmer. Alles klar, das heißt, je mehr wir davon machen, desto besser ist das. Und also Machtquelle Arsch, okay. So, Klonutzer gemeistert und Influencer Level 1 gemeistert. Dafür haben wir anscheinend irgendwas bekommen. Müssen wir dann aber gucken. Verbündete haben wir bisher nur einen, aber es gibt reichlich, wie wir sehen. Deswegen schauen wir mal. Crafting. So. Die Crafting-App ermöglicht es dir, verschiedene nützliche Dinge mit Hilfe von Rezepten herzustellen, die du auf deinen Abenteuern findest. Okay, wir können Wiederbelebungsserum bisher herstellen, ansonsten noch nichts. Ich würde sagen, wir stellen es einfach mal her, weil wir haben das nötige Know-how dafür. Oder den nötigen Schrott. Und es gibt auch einen Crafting-Rang. Eventuell werden die Sachen dann auch besser. So, was haben wir im Inventar? Wir haben Gegengift zweimal, dann haben wir Kuhnkuchen, Burrito und Wiederbelebungsserum. Stellt beim gewählten Teammitglied eine kleine Menge Gesundheit her. Stellt beim gewählten Teammitglied eine minimale Menge Gesundheit her. Entfernt negative Statuseffekte und verleiht bei Rundenbeginn Regeneration. Alles klar, und das belebt uns halt wieder. Missionsgegenstände, okay, Zugangscode für das Kuhnversteck und Handtuch. Es ist echt gut, dass dein Zockerkumpel Tauli es dir gegeben hat. In einer Welt so voll Dreck und Abschaum kann man nicht sagen, wann man ein 600 Fäden starkes Handtuch aus handgewebter ägyptischer Baumwolle braucht. Alter, alles klar. Und das ist die Komponenten, die wir haben und der Schrott, sag ich mal, den wir gesammelt haben. So, Charakterbogen, ist noch was hinzugekommen. Achso, okay. Kleiner Crafter. Ah, weil wir gerade das Crafting-Menü geöffnet haben. So. Einstellung Galerie. Ach, das sind die Selfies. Hintergrund. Alles klar. Im Keller waren wir ja. War ich oben? Bin gerade nicht sicher. Nee, das kommt mir nicht bekannt vor. So. Bei den ganzen Sachen, die man so vorliest, vergisst man auch leicht mal irgendwas anderes. So, ich schaue mich trotzdem hier weiter um. Aber ich möchte auf jeden Fall gleich in das Haus von Butters nochmal gehen. Einfach, weil da dieses eine Bild war, was mir sehr, sehr komisch vorkam. Okay. Nichts Besonderes. Was haben wir hier? DVD Tier-Nahaufnahmen mit Weitwinkelobjektiv. Okay, Luftpumpe, zerkratzte CD. Warte. Ich habe gerade noch was gesehen im Augenwinkel. Nämlich da oben. Okay. Modell Raumschiffteile. Alles mitnehmen, was geht. So, ich würde sagen, auf Anhieb sehe ich hier gerade nur die Toilette. Ansonsten nichts, was man großartig machen kann. Warum auch immer die Haare da schwimmen. Aber ich würde sagen, die Toilette machen wir beim nächsten Mal. Wenn euch auch diese kleine
Jagd nach dem Hamster gefallen hat und ihr sagt, hey, das war eine coole Aktion, dann hinterlasst doch gerne ein Like und ja, ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge von South Park wieder, wenn ihr denn Zeit und Lust habt. Also hinterlasst ein Like und bis dann.